Atemraubender Druck, erstickende Dünste der feuchten Erde, das Dunkel vollkommener Nacht, die alles verschlingende Woge ewiger Stille. Hallo, liebe freud Film, filmfreunde Hannes König ist hier am Mikrofon und der begrüßt Sie zu dieser ersten Folge unserer Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse, die wir sogleich eröffnen wollen mit einem ganz unheimlichen Thema, das in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder mal zu wahren Hysterien geführt hat vielleicht sogar heute noch in den Albträumen mancher Menschen einen prominenten Platz einnimmt, die Angst nämlich, lebendig begraben zu werden, wie Edgar Allan Poe, mit dessen schillernden Worten wir eingangs begonnen haben, in seinem Text das vorzeitige Begräbnis von 1844 beschreibt, die mit Abstand furchtbarste Art zu sterben. Können wir uns selbst für die tiefste Hölle solche Schrecken erträumen, fragt er verzweifelt und versammelt dann wie dokumentarisch Schilderungen von Männern und Frauen, die wohl tatsächlich lebendig begraben und durch glückliche Umstände dann wieder ausgegraben worden seien, und schildert deren Qualen in einer Detailverliebtheit, die sehr deutlich das Talent des Autors für die Poetik vom Grauenhaften offenbart. Seine Beschreibungen fallen mitunter so plastisch aus, wir finden es dann mehr als nachvollziehbar, man möchte sogar fast sagen irgendwie einzig logisch, dass etwa Menschen wie der sonst so vernünftige Alfred Nobel testamentarisch verfügen ließ, man solle ihm nach dem Tod in jedem Fall die Pulsadern aufschneiden und seine Leiche vorsichtshalber verbrennen, nur um ihm das Aufwachen im Sarg zu ersparen. Ebenso pragmatisch mutet der letzte Wille Arthur Schopenhauers an, ein Philosoph, der hier noch das ein oder andere Mal auftauchen wird. Man möge ihn erst begraben, schreibt er, wenn sein Leichnam ja optisch wie olfaktorisch klar fortgeschrittene Grade an Verwesung aufweist, die ihn damit eindeutig als Tot identifizieren. Vom dänischen Nationaldichter Hans Christian Andersen ist der auch ganz gut gemeinte, von der Umsetzung her irgendwie Unweigerlich komisch anmutende Versuch bekannt, sich vor dem Aufwachen im Sarg schützen zu wollen, indem er auf die spitzfindige Idee kommt, jeden Abend einen Zettel neben sich auf den Nachttisch zu legen, auf dem dann steht: Ich bin nicht tot. In der Vergangenheit gab es einige kreative Versuche, mit der Gefahr des lebendig Begrabenseins umzugehen. Besonders gut gefällt mir die Erfindung, die von Johann Taberger überliefert ist. Vom Sarg in der Erde führt ein Rohr nach oben zu einem kleinen Gerüst am Grabhügel, auf dem ein kleines Glöckchen hängt, was dem zu früh Begrabenen die verheißungsvolle Möglichkeit schenkt, seine Lebendigkeit zu signalisieren, indem er an einer Schnur zieht. Was mir so gut daran gefällt, ist, dass die lustigen Menschen zur damaligen Zeit blöderweise dachten, dass auf diese Weise ausgelöste Klingeln der Glocken rühre von diversen Dämonen her, die nachts aus der Hölle emporgestiegen kämen um am Friedhof zu wandeln und ihren Schabernack mit den Lebenden zu treiben. Die dann natürlich Reißausnahmen, das ist ja ganz klar, den Begrabenen geholfen war damit überhaupt nicht, aber die Dämonen waren zumindest bald wieder weg, weil die Glöckchen ja dann nach einer Weile auch nicht mehr geklingelt haben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Es gibt so einige dämonenhafte Wesen, die nachts zu Besuch kommen, um uns das Fürchten und Schaudern zu lehren. Von einem Albtraum gebeutelt aufzuwachen vermittelt häufig Gefühle, die so ähnlich sind wie das Lebendige begraben werden, das beklommene enge Gefühl in der Brust beispielsweise. Als würden wir einen kleinen Sarg in uns selbst tragen, der dann unser Herz verschließt. Dazu passt, dass man in vergangenen Zeiten davon ausging, Albträume würden zustande kommen, weil sich nachts bestimmte Dämonen gerne mal auf unseren Brustkorb setzen und uns würgen, wie das berühmte Wesen Alp, nach dem die Albträume benannt sind. Dieses kleine Monster, das uns da in vielen Nächten besuchen kommt, stammt aus der nordischen Mythologie und wir kennen es aus den berühmten Gemälden, zum Beispiel von Johann Heinrich Füßli. Heftiger Fieberwahn, Halluzinationen, unkontrollierbare Erregungszustände, ein quälendes Gefühl, auch im Wachsein zutage in niemals endenden Albträumen gefangen zu sein, war Robert Schumann, dem Komponisten, sicherlich nicht fremd. Musikalisch haben wir heute mit ihm begonnen. Ich habe Ihnen am Anfang ein Lied aus seinem Dichterliedezyklus eingespielt. Eine Sammlung von Liedern, die an der einen Stelle mit besonderer Leichtigkeit die euphorisierende Kraft des fantasievollen Träumens als Quelle für Imagination, Dichtkunst und Kreativität vertonen und gleichzeitig an anderer Stelle den markerschütternden Schrecken von furchteinflößenden Albträumen zum Erklingen bringen. So ein Wechsel zwischen Extremen erscheint symptomatisch. Schumann gilt als Grenzgänger zwischen Genialität und Wahnsinn, zwischen Weitsicht und Zerrissenheit, zwischen Hochgefühl und Grabhügeln hat er es selbst einmal in seinem Tagebuch von 1828 formuliert. Ein Tagebucheintrag, der ganz dramatisch ist, mit dem mein Kollege Udo Rauchfleisch seine psychoanalytische Betrachtung der Komponistenbiografie beginnt. Eines Nachts im Februar des Jahres 1854, das sei hier nur als kleine Anekdote angeführt, wacht Schumann auf und schreibt eine Melodie nieder, von der er glaubte, die ganz holden Englein höchstpersönlich hätten sie im Traum eingeflüstert. Diese Melodie verwandelt sich dann allerdings am Morgen in ein entsetzliches, ganz grausliches Kreischen von Dämonen, die es auf den Komponisten wohl abgesehen hätten und den Unsäglichen dann endgültig in den Wahnsinn stürzen lassen. Genau genommen stürzt er sich daraufhin von einer Düsseldorfer Brücke in den Suizid, der geht dann auch noch schief und er landet in der Psychiatrie, die er nie mehr verlassen wird. Seitdem streitet man sich in ebenselbiger Psychiatrie und innerhalb der Musikwissenschaft über die Diagnose. Litt Schumann an schweren Depressionen oder gar an Schizophrenie, das sind Realitätsverlust und akustische Halluzinationen Spätfolgen der Syphilis? die sich der umtriebige 20 Jahre vorher im jungen Erwachsenenalter kultiviert hatte? Oder handelte es sich bei der Abschiebung in die Irrenanstalt womöglich um ein hinterlistiges Komplott, inszeniert von seiner Frau, die einer Affäre mit seinem Konkurrenten und Schüler Johannes Brahms kurzerhand den Weg freiräumen sollte? Das ist jetzt alles erstmal egal, denn nicht mit dem Komponisten, nicht mit der Angst vor den Dämonen oder vor den vorzeitigen Begräbnissen habe ich eigentlich anfangen wollen. Das war nur anekdotische Einleitung, vielleicht etwas zu effektreißerisch, das könnte sein, gebe ich zu, um Sie aber gleich von Anfang an darauf einzuschwingen, dass wir uns in dieser groß angelegten Vorlesungsreihe nicht bloß gründlich um die Theorien und Konzepte, Namen und Entwicklungen der Psychoanalyse kümmern wollen, sondern auch immer wieder den dezidierten Blick auf Beispiele aus Kunst, Kultur, Musik und vordergründig auf Filme werfen möchten. Nur habe ich mit der Angst vor dem lebendig begrabensein nicht angefangen, um sie einer psychoanalytischen Untersuchung zu unterziehen. Wenn sie sich in bestimmten Kreisen bewegen, werden sie diejenige, weit verbreitete Meinung wie ein zementiertes Faktum hören, wonach Psychoanalyse selbst längst zu Grabe getragen worden ist und im Sarg mehr oder weniger ein Dasein als Untote fristet. Sie sei als Wissenschaft unseriös, als Weltbild antiquiert und als Behandlungsmethode unwirksam. Ich bin überzeugt davon, und mit dieser Überzeugung bin ich sicherlich und glücklicherweise nicht der Einzige, dass die Psychoanalyse nicht tot ist und sie auch bestimmt nicht scheintot ist vielleicht aber muss man in bestimmten Kreisen in Erinnerung rufen, welche ungeheure Lebendigkeit von der Psychoanalyse ausgehen kann, nicht nur als Behandlungsmethode für Patientinnen und Patienten, sondern auch als Bereicherung für ein tiefergehendes, aufschlussreicheres, unzufriedenstellenderes Verständnis von allen Lebensbereichen, in denen wir uns bewegen. So erwarten Sie in dieser Vorlesungsreihe zwar auch Theorien, Konzepte und Beispiele aus der psychoanalytischen Behandlungspraxis. Ich werde Ihnen die Grundlagen davon präsentieren, wie man in der Psychoanalyse über die Entstehung, Funktionsweise und Therapie von psychischen Störungen denkt. In erster Linie aber werden wir uns in dieser Vorlesungsreihe damit beschäftigen, wie uns die Psychoanalyse dabei behilflich sein kann, die Funktionsweise unseres Denkens, Fühlens und Verhaltens in den unterschiedlichen Kontexten unseres alltäglichen Lebens plausibel und differenziert verstehen zu können. Dabei sollen uns dann ausgewählte Filme und deren Interpretation als Leitfaden dienen. Vor uns steht zunächst ein erster Themenschwerpunkt über die Macht der Fantasie, in der wir den Stellenwert und die Funktionsweise vom Fantastischen für die Entwicklung von Kindern und den emotionalen Haushalt von Erwachsenen beleuchten und die Bedeutung von Fantasie innerhalb des psychoanalytischen Theoriengebäudes andeuten wollen. Dieser erste Themenschwerpunkt wird aus neun weiteren Vorlesungen bestehen und ist als Einleitung und Hinführung zur Psychoanalyse konzipiert. Auch wenn wir einzelne wichtige Begriffe und Konzepte einführen werden, wird der Grundtenor hier erst einmal anekdotisch bleiben. Wir werden angesichts unserer Ausführungen immer wieder die Frage danach stellen, was Psychoanalyse überhaupt ist, um dann im Anschluss daran im Rahmen des zweiten Themenschwerpunkts Antworten auf diese aufgeworfenen Fragen zu geben. Differenziert und systematisch werden wir uns dann ab diesem zweiten Themenschwerpunkt um die Theorien und Konzepte der Psychoanalyse kümmern und dabei in der Komplexität und im Schwierigkeitsgrad schrittweise steigen. Wenn es genug Unterstützerinnen und Unterstützer dieser Vorlesungsreihe auf Patreon gibt, gehe ich davon aus, dass diese Reihe lang genug laufen wird, um eine Fülle von Vorlesungen anzuschließen, die es erlauben, sorgfältig und kritisch mit der klassischen Psychoanalyse von Freud zu beginnen und dann gründlich ja, bis zu ihren modernen Ablegern vorzudringen. Die Psychoanalyse wollen wir dann mit ihren Nachbardisziplinen verknüpfen, mit anderen Therapieverfahren vergleichen und auf diesem Weg eine Vielzahl an Filmen und Serien mit psychoanalytischer Brille betrachten. Der Link zu meiner Patreon-Seite ist in der Videobeschreibung. Ich freue mich sehr, wenn Sie die Vorlesungsreihe durch Ihre Unterstützung am Leben erhalten. Im Rahmen unseres ersten Themenschwerpunkts zur Macht der Fantasie werden wir immer wieder mit einem jungen Mann zu tun haben. Im Film Sieben Minuten nach Mitternacht wird er seit Monaten von ein und demselben Albtraum malträtiert. Auch da geht es um Friedhof, Gräber, vorzeitige Begräbnisse und so weiter. Nicht nur das. Als wäre der wiederkehrende Albtraum nicht schon schlimm genug, kriegt der junge Mann obendrein auch noch Besuch von einem Monster. Nacht um Nacht wandelt es vom nahen Friedhof herbei, um den jungen Mann mit sonderbaren Geschichten wachzuhalten, die zwar nicht so grausam ausfallen wie der Horror eines Edgar Allan Poe, die ihn aber dennoch schwer verstören. Wir wollen uns in der heutigen Vorlesung anschauen, was es aus fachlicher Perspektive mit Traum und Albtraum auf sich hat. Und wir werden das in den folgenden Vorlesungen dieses Themenschwerpunkts um einen genaueren psychoanalytischen Blick auf die Funktion von Märchen, Monstern und Müttern ergänzen. Es geht ja immerhin um Psychoanalyse. Wie könnte es also auch anders sein, als dass es ausgerechnet die Mütter sind, die eine zentrale Rolle spielen? Wir werden im Rahmen dieser anekdotischen Einleitung und Hinführung zur Psychoanalyse, aber auch auf viele andere Filme, Filmfiguren und Zusammenhänge zu sprechen kommen. Harry Potter erwartet sie da genauso wie Stephen King oder die kleine Ophelia aus Pans Labyrinth. Mit ein bisschen Musik wollen wir jetzt überleiten und unsere inhaltlichen Überlegungen beginnen mit Schumanns Musik, die wir bereits eingangs gehört haben. Es ist das Lied Ich habe im Traum geweinet, das die Vertonung des Gedichts eines bestimmten Autors ist, über dessen Psychiatrische Leiden, genauso viel spekuliert wird wie im Falle von Schumann selbst, nämlich Heinrich Heine. Und weil ich wirklich überhaupt nicht singen kann, ich vermute mal, das zu hören wäre für sie ähnlich grausam wie lebendig begraben zu werden, ähm, wenn es sie nicht zumindest in den psychiatrisch relevanten Wahnsinn treiben würde. Also, weil ich nicht singen kann, habe ich dieses Lied für unsere Zwecke etwas adaptiert und damit wünsche ich Ihnen viel Spaß wie auch mit unseren heutigen Ausführungen. Der Film, den wir heute behandeln wollen, heißt in der deutschen Synchronisation Sieben Minuten nach Mitternacht, weil das die Uhrzeit ist, zu der Connor O'Malley, der zwölfjährige Protagonist, jede Nacht schweißgebadet und verstört aufwacht, denn jede Nacht hat er ein und denselben Albtraum. Er steht am Friedhof des Vororts, in dem er wohnt, ein Sturm zieht auf, am Boden öffnet sich ein riesiges schwarzes Loch, das immer größer wird und die umliegenden Gräber im tiefen Schwarz verschlingt. Die alte Kirche stürzt ein. Am Rande steht dann die Mutter, ganz teilnahmslos, apathisch und sagt sowas, ja, Unpassendes wie, alles wird gut. Sie stürzt dann, fällt ins Loch. Connor eilt zu ihr und hält sie an der Hand. Je stärker der Sturm wütet, desto mehr gleitet sie ihm weg. Alles ist da sehr dramatisch. Kurz bevor er sie nicht mehr halten kann, kurz bevor sie ihm also aus der Hand gleitet, wacht er dann jedes Mal auf. Sie wird es jetzt wenig überraschen, dass Conor o'mellis sehr junge Mutter an einer ernsten Krebserkrankung leidet, über deren Schweregrad und Prognose in der Familie nicht gesprochen wird. Im Grunde lässt sich ganz unzweifelhaft ahnen, dass es kein gutes Ende mit ihr nehmen kann. Zwar geht es der Mutter an manchen Tagen ganz gut, aber die Phasen werden immer länger, in denen sie keine körperliche Kraft mehr hat. Kaum mehr richtig sprechen kann, orientierungslos ist, gebrechlich umherwandelt, hustet, krächzt und schmerzhaft stöhnt und so weiter. Inzwischen hat sie sehr stark an Gewicht verloren, schläft die meiste Zeit über, quält sich immer wieder ins Badezimmer, wo sie sich dann übergeben muss. Uns überrascht es auch sehr wenig, dass unser junger Connor ein sehr ruhiger, in sich gekehrter, verschlossener Junge ist. Er spricht wenig. Wirkt häufig abwesend, strahlt wenig Freude aus, er hat wenig Freunde, wird von älteren Mitschülern drangsaliert und schottet sich ab. Der Film ist sehr feinfühlig inszeniert. Regisseur Juan Antonio Bayona hat 2016 die Romanvorlage von Patrick Ness aus dem Jahr 2011 in meinem Empfinden wirklich hervorragend umgesetzt. Er hat es aber nicht nur umgesetzt, er hat die Vorlage auch adaptiert. Es tauchen im Film Dinge auf, die im Roman fehlen, die aber dem Film gerade durch diese Ergänzung einen Mehrwert geben, wie man es selten bei Literaturverfilmungen hat. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir es hier mit einem der wenigen Beispiele zu tun haben, wo die filmische Umsetzung fast besser ist als die literarische Vorlage. Überraschenderweise ist der Film an der deutschsprachigen Leinwand- und Rezensionslandschaft fast vorbeigegangen und hat hier nicht sonderlich nennenswertes Aufsehen erregt. Wenn Sie mich fragen, ist es einer der berührendsten, sensibelsten Filme, die es gibt, und dieser Film macht so viele psychologische Perspektiven für die Betrachtung auf, die jede für sich einer genaueren Betrachtung wert wären. Aus diesem Grund erschien es mir recht gewinnbringend und aufschlussreich, diesen Film eben in mehreren Vorlesungen unseres Themenschwerpunkts zu behandeln. Für unsere heutige Eröffnungsvorlesung habe ich mir gedacht, wir tun ein paar Momente lang so, als hätten wir es mit einer tatsächlichen klinischen Fallgeschichte zu tun, wie sie uns in der psychotherapeutischen Praxis begegnen könnte. Klinisch gesehen könnten wir auf die Idee kommen, dass der junge Mann, Connor, unter einer Albtraumstörung leidet, wie sie in der internationalen Klassifikation von Schlafstörungen beschrieben wird und wie sie dort dann vorliegt, wenn man mindestens einmal pro Woche Albträumt und das über einen längeren, gar nicht so genau definierten Zeitraum hinweg. Für so eine Diagnose müsste man als erstes aber sicherstellen, ob der Traum, den man da träumt, überhaupt ein Albtraum ist. Das brauchen wir in diesem Fall nicht wirklich zu bezweifeln, aber für unsere Zwecke wollen wir damit beginnen und uns das mal gründlicher anschauen. In der Forschung hat sich durchgesetzt, die verschiedenen Traumphänomene, zu denen auch der Albtraum gehört, in einem Spektrum anzusiedeln. Diese Unterscheidung geht auf zwei Autoren, Levin und Nielsen aus dem Jahr 2007 zurück für alle Unterstützerinnen und Unterstützer dieser Vorlesungsreihe auf Patreon gibt es dort ein Skriptum, das Sie herunterladen können und in dem Sie ergänzende Hinweise zu den jeweils in der Vorlesung besprochenen Inhalten nachschauen können. So auch zur Theorie von Albträumen, wo Sie dort mehr beschrieben sehen. Was Sie dort unter anderem beschrieben sehen, ist, dass wir in der Systematik von Levin und Nielsen folgende Dinge unterscheiden würden. Man versteht erstens unter einem normalen Traum jenes Träumen, das wir jede Nacht haben. Wir träumen tatsächlich jede Nacht. Das gehört zu einem gesunden Gehirn, zu einer gesunden Psyche dazu. Bloß erinnern wir uns, nur nicht immer an das, was wir geträumt haben. Und auch das wäre vollkommen gesund. Wenn Sie selbst an Ihre Träume denken, wird Ihnen auffallen, dass Sie sich eben nicht jeden Morgen an die Träume erinnern können. Zweitens ein dysphorischer Traum wäre ein verstörender Traum, der zu unruhigerem Schlaf führt, an den wir uns dann eben auch vielleicht erinnern können, ihn aber vielleicht schnell wieder vergessen. Sie kennen vielleicht die Situation, dass Sie morgens im Bett noch irgendwie Bilder des Traumes im Kopf haben und wenn sie dann schon unter der Dusche stehen oder beim Zähneputzen drüber nachdenken wollen, ist er plötzlich wieder verschwunden. Sie wissen, dass sie doch an einen Traum gedacht hatten, aber sie können sich nicht mehr daran erinnern, was es eigentlich war. Drittens, ein sogenannter schlechter Traum oder quälender Traum wäre in dieser Unterscheidungslogik ein so unangenehmer Traum, der weil er so unangenehm ist, dazu führt, dass wir uns eben länger an ihn erinnern können und dass er uns vielleicht sogar tagsüber noch länger nicht loslässt, dazu führt, dass wir uns damit beschäftigen, vielleicht schlechte Gefühle haben. Ein spezifischer Albtraum grenzt sich durch mehrere sehr spezielle Kriterien von diesen Traum- und Schlafphänomenen ab. Man möchte fast sagen, ja, das wären alles harmlosere Arten des Träumens. Und erst im Albtraum wird es dann richtig wild. Im Film wird lehrbuchmäßig ersichtlich, dass Connor O'Malley all die Kriterien zeigt, die vorhanden sein müssen, um auch tatsächlich von einem Albtraum zu sprechen. Ich habe jetzt für Sie die erste Minute des Films mitgebracht. Der Film öffnet mit ein paar Bildern von diesem Albtraum. Auch wenn da ein paar Elemente des Albtraums fehlen, die erst im Laufe der Handlung gezeigt werden, so bietet es sich doch an, unsere kleine klinische Analyse mit dieser Sequenz zu beginnen. Das wollen wir gleichzeitig mit einer kleinen Aufgabe für Sie verknüpfen. Wenn Sie an Ihre eigenen Albträume denken und sich vergegenwärtigen, wie es Ihnen dabei erging, wenn Sie Albträumen, dann fallen Ihnen vielleicht die Kriterien ein, an denen man einen Albtraum von der Definition her festmachen würde. Versuchen Sie also bitte, diese Kriterien auch in dem folgenden Filmausschnitt zu erkennen. Woran erkennt man eigentlich einen Albtraum? Die Geschichte. Wie so viele Geschichten beginnen. Mit einem Jungen, zu alt, um noch ein Kind zu sein, zu jung, um schon erwachsen zu sein. haben den jungen Connor O'Malley gesehen und Sie haben das Baummonster gehört. Es ist noch nicht in Erscheinung getreten, aber Connors Blick aus dem Fenster zum Friedhof, an dem sich Nacht für Nacht sein Albtraum abspielt, verheißt bereits den baldigen Besuch dieses Monsters. Es wird der Baum auf diesem Friedhof sein, ganz unabhängig davon, wir werden uns noch darum kümmern. Erkennen Sie natürlich auch in diesem Ausschnitt die Kriterien für einen Albtraum und wir wollen die mal an dieser Stelle auflisten. Das Geschehen von Albträumen ist dominiert von ganz bedrohlichen Situationen, die mit Angst, Furcht, Schrecken, heftigem Ärger oder überwältigender Wut, Beschämung oder Ekel einhergehen. Es dominieren also negative Gefühle. Diese Gefühle schaukeln sich hoch, werden immer intensiver, bis sie so stark werden, und das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Merkmal von Albträumen, die also so stark werden, dass wir während des Träumens aufwachen. Also gerade nicht wie beim normalen Träumen, wo wir auch später aufwachen und dann lediglich den Eindruck haben können, unmittelbar gerade jetzt geträumt zu haben. Beim Albtraum ist es wichtig, während des Albträumens aufzuwachen. Wenn wir während eines Albtraums auf aufwachen, zeigt unser Körper eine vegetative Reaktion, eine körperliche Reaktion, wie wir sie aus dem Zustand von heftiger Angst, vielleicht sogar einer Panikattacke kennen, also schnelles. Ein- und Ausatmen, rasender Herzschlag, Schmerzen in der Brust, angespannte Muskeln. Psychisch spüren wir eine starke Agitiertheit und wegen der Mulming-Angst können wir häufig auch erstmal nicht wieder einfach so weiter schlafen. Sie haben beim Albträumen natürlich nicht wirklich eine Panikattacke, aber das kann natürlich passieren. Nur müssten sie es vom eigentlichen Albträumen dann unterscheiden. Patientinnen und Patienten, die unter Angststörungen leiden, berichten oft, dass sie nach dem Aufwachen durch die Erinnerung an dysphorische oder schlechte Träume in eine Panikattacke verfallen. Das heißt nur eben nicht, dass die Träume, an die sie sich da erinnern, tatsächlich Albträume sind. Genauso kann es passieren, dass sie während des normalen Träumens in ein Flashback geraten. Das heißt, dass sie während des Schlafens, ausgelöst durch die Traumaktivität, plötzlich Situationen wiedererleben, die für sie traumatisch waren. Was deshalb voraussetzt, erstens, dass sie ein Trauma erlitten haben, also unter einer posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel leiden, und zweitens, dass sie beim Träumen reale Situationen vor Augen hatten und eben nicht, wie beim herkömmlichen Träumen und Albträumen, Bilder, die zusammengesetzt, die irgendwie kreativ entstellt sind, die verzerrt sind. Wir nennen diese sehr spezielle Art des Träumens die an das Vorhandensein eines Traumas im Hintergrund gebunden ist, das sogenannte posttraumatische Träumen. Das posttraumatische Träumen ist aber keine Albtraumstörung, weil ja das, was Sie dort nächtlich vor Augen haben, keine Albträume sind. Wir sollten uns bei Albträumen übrigens auch an den Inhalt des Traums erinnern können. Damit grenzen wir den Albtraum von jenem Phänomen ab, das uns häufig bei Kindern begegnet. Kinder könnten nachts hochschrecken, die angesprochene körperliche und psychische Angstreaktion zeigen und sehr heftig schreien. Sie lassen sich dann auch häufig nur sehr schwer beruhigen, wenn die Eltern ins Zimmer kommen. Und das vor allem deshalb, weil sie sich gerade nicht daran erinnern, dass sie gerade schlecht geträumt haben. Das ist dann natürlich sehr verwirrend und sehr beängstigend. Wir nennen dieses Phänomen den Pavor Nocturnus, den Nachtschreck. Denken Sie jetzt an Conor O'Malley, auch wenn alle Kriterien vorhanden sind, die wir gerade durchgegangen sind, ob die Diagnose Albtraumstörung für unseren jungen Patienten plausibel ist, müssen wir vorsichtig in Frage stellen. Kinder reagieren ja bekanntlich sehr sensibel auf Schwierigkeiten und Spannungen im Umfeld ihrer wichtigen engen Beziehungen, sodass ohnehin gesagt wird, dass häufiger auftretende Albträume für Kinder und Jugendliche fast schon typisches Entwicklungsmerkmal sind und deswegen also nicht unbedingt für eine Störung sprechen. Ich beziehe mich hier auf ja, schon auch sehr vertrauenswürdige Angaben aus dem Handbuch zur Schlafmedizin herausgegeben von unter anderem Thomas Pollmecher in der Auflage von 2020. Darin ist darüber hinaus zu lesen, dass man fachlich gesehen bei Albträumen immer vom sogenannten idiopathischen Albtraum spricht. Man möchte damit ausdrücken, dass die Albträume nicht Nebenprodukt sind von anderen Erkrankungen oder Medikamenten oder Drogen. Inzwischen weiß man zum Beispiel, dass, dass bestimmte Medikamente zur Behandlung von Depressionen oder Parkinson verstärkt Albträume hervorrufen können, wie natürlich auch der Konsum von Amphetaminen, Alkohol, LSD, Heroin und so weiter. Wenn also Albträume verursacht werden durch Medikamente, durch Drogen oder eben auch komplizierterweise durch andere Erkrankungen, dann spricht man nicht wirklich von einer Albtraumstörung. Und man würde auch nicht unbedingt bei Kindern jedes Mal von einer Albtraumstörung sprechen, wenn die phasenweise verstärkt Albträumen. Unabhängig davon, ob Connor nun eine Albtraumstörung im strengeren Sinne hat oder nicht, wenn er als junger Patient in unsere Praxis käme, dann würden wir seine jede Nacht wiederkehrenden Träume als auffällig empfinden. Natürlich ist das durch die Dramaturgie des Films überzeichnet. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass man tatsächlich jede Nacht über einen längeren Zeitraum den exakt gleichen Traum hat. Darüber sehen wir in unserem Versuch, eine klinische Fallgeschichte daraus zu machen, erstmal hinweg. In unserem Versuch, aus dem Film eine kleine klinische Fallgeschichte zu machen, erklären wir dann den auffälligen, sich wiederholenden Albtraum als ein Symptom. Innerhalb der Psychologie gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, auch sehr widersprüchliche Meinungen über die Definition, Funktion, Entstehung und Behandlung von einem Symptom. Im Rahmen dieses ersten Themenschwerpunkts werden wir auf diese unterschiedlichen Meinungen ausführlich zu sprechen kommen und erstmal festhalten, dass für die psychoanalytische Perspektive die Auffassung grundsätzlich wäre, dass ein Symptom der Versuch unserer Psyche ist, etwas zu verarbeiten, das uns zu überfordern droht. Sie können deshalb ein Symptom psychoanalytisch gesehen als ein Signal betrachten. Es signalisiert, dass etwas emotionales in unserer Psyche aus dem Ruder zu laufen droht. Wenn ein Symptom so was wie ein Signal ist, dann besteht dieses Signal aus einer Form, in der sich das Signal äußert und einem Inhalt, der signalisiert wird. Sollten Sie etwas in der Sprachwissenschaft bewandert sein, erkennen Sie, worauf ich mich beziehe. Wenn das Symptom ein Signal ist, dann entspricht es von seiner logischen Struktur her einem Zeichen. Unsere heute gebräuchliche Vorstellung über die Funktionsweise von Zeichen wurde von Ferdinand de Saussure ungefähr zeitgleich zu Sigmund Freuds ersten Versuchen der Etablierung seiner Psychoanalyse begründet. Bei einem Zeichen drückt die Form den Inhalt aus. Wie das Signal erscheint, ist nicht gleichzusetzen mit dem, was durch das Signal angezeigt wird. Ich sage das deswegen so penibel, weil, wenn Sie das auf das Symptom übertragen, können Sie daraus ableiten, dass ein Symptom nur der oberflächliche Ausdruck für eine tiefer liegende Problematik ist. Connor O'Malley zum Beispiel könnte uns in der Therapie recht unmissverständlich sagen, dass er einen Albtraum hat. Vielleicht wäre es ihm unangenehm, den Inhalt vom Albtraum zu erzählen, aber ich denke, er könnte vielleicht zugestehen, dass er den Albtraum jede Nacht hat und deswegen schlecht schläft. Er könnte beschreiben, wie es ihm geht, wenn er während des Albtraums aufwacht, würde die Angstreaktion schildern. Wahrscheinlich würde er uns erzählen, dass er tagsüber sehr müde ist, sich etwas träge und teilnahmslos fühlt, sich schlecht konzentrieren kann. Vielleicht würde er uns sogar anvertrauen, dass er im Alltag lieber alleine für sich ist, womöglich sogar nach sensiblem Nachfragen, vorsichtigem Nachfragen hin preisgeben, dass er sich von den anderen isoliert fühlt, sich Sorgen um seine Mutter macht, vom Grübeln nicht loskommt. Diese Auffälligkeiten sind symptomatische Erscheinungen an der Oberfläche. Sie äußern sich in seinem Denken, Fühlen und Verhalten, aber dahinter steckt ein ganz anderes Problem. Ein Problem, das sich nicht unmittelbar an der Oberfläche äußert, gar nicht äußern kann, Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker würden sagen, dass Connor deswegen vom Albtraum verfolgt wird, weil es in seiner Psyche Dinge gibt, die ihn so sehr überfordern oder zu überfordern drohen, dass er sie wegdrückt und nicht wahrhaben will. Ein Symptom zeigt deshalb auch immer an, dass wir vor etwas in unserer Psyche davonlaufen. Wäre Connor O'Malley Tatsächlich unser junger Patient, dann würden wir mit ihm zusammen herauszufinden versuchen, welche Bedeutung sein Symptom hat. Was es denn ist, dass Connor so sehr Angst macht, dass er da vorwegläuft und es nicht wahrhaben möchte. Nur um das gleich vorweg zu sagen, die Angst, dass die Mutter bald sterben wird, ist es schon mal sicherlich nicht. Denn das ist ja offensichtlich. Wenn wir den Albtraum als ein Symptom auffassen, das von uns auf tiefer liegende Bedeutungen hin untersucht werden muss, dann berühren wir damit die Frage, über die in der Traum- und Schlafforschung heute überraschenderweise immer noch Uneinstimmigkeit herrscht, die Frage nämlich, ob Träume überhaupt eine Bedeutung haben und wenn sie eine Bedeutung haben, wie diese Bedeutung zustande kommt. Alle diejenigen von Ihnen, die mich und diese Vorlesungsreihe auf Patreon unterstützen, erhalten dort einen zweiten, wesentlich umfassenderen Teil zu dieser heutigen Vorlesung. In diesem zweiten Teil werden wir uns mit den drei klassischen Perspektiven aus der Traumforschung beschäftigen und sie auf unseren auserwählten jungen Patienten anwenden. Das Baummonster hat dafür bereits den Rahmen vorgegeben. Vorhin im Filmausschnitt hat Conor O'Malley gefragt, wie die Geschichte beginnt. Wir können diese Aussage metaphorisch begreifen als Frage nach dem Beginn des Films. Womit beginnt denn der Film eigentlich? Das Baumonster antwortet: Na, mit einem Jungen, zu alt, um noch ein Kind zu sein, zu jung, um schon erwachsen zu sein. Wir verstehen das als eine Beschreibung dafür, dass sich Connor in einer Zeit des Umbruchs befindet. Nicht nur aufgrund seines Alters, sondern gerade auch aufgrund der schweren Krebserkrankung und so viel kann man sicherlich an dieser Stelle schon vorwegnehmen, aufgrund des anstehenden Todes seiner Mutter. Dieser anstehende Tod der Mutter arbeitet in ihm, aber es arbeitet etwas in ihm, das ihm so sehr Angst macht, dass er es nicht wahrhaben möchte. Wir werden auch darauf im zweiten Teil der heutigen Vorlesung auf Patreon eine Antwort finden. Von allen anderen Zuschauerinnen und Zuschauern verabschiede ich mich an dieser Stelle und würde mich freuen, wenn Sie bei unserer nächsten Vorlesung wieder mit dabei sind. Ja, mit der Psychoanalyse liegt ein enorm riesiges Feld vor uns, das es zu erkunden gilt. Wir haben das heute eröffnet und haben also viel vor uns.